Fitness mit Marc, Folge 202. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Seine Hände sind fast zu klein für das große iPhone. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Heute machen wir etwas ganz Spezielles. Wir setzen unser Medley der Best-of-Interviews von Fitness mit Marc fort. Heute geht's um das A der Marc-Formel, die ausgewogene Ernährung. Und zu Gast in der heutigen Folge sind der Sport- und Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg, der übrigens auch Triathlon-Ironman ist, Berend Breitenstein, einer der bekanntesten Natural-Bodybuilder Deutschlands, Präsident des GNBF und Bestseller-Autor, Dr. Till Sukop, Master-Trainer für Kettlebell, Sportwissenschaftler und auch Bestseller-Autor. Er hat nämlich ein paar sehr bekannte und auch sehr gute Standardwerke zum Kettlebell-Training rausgebracht. Außerdem am Start die Calisthenics-Koryphäe Dennis Ratano, Patrick Heitzmann und Jenny Zafrakis. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com. Der erste Gast ist Nils Schulz-Rutenberg. Als Sport- und Ernährungsmediziner hilft er Menschen in seiner Praxis dabei, die beste Leistungsfähigkeit aus ihrem Körper rauszuholen und auch Versorgungslücken über das Blut festzustellen und dann ja über die Ernährung oder eben auch über Nahrungsergänzungsmittel diese Lücken zu schließen, sodass du ohne Nebenwirkung das beste Potenzial aus dir rausholen kannst. Wir tauchen also in diesem ersten Teil für heute ein in das rote Lebenselixier, in unser Blut und was uns das über unsere Fitness verrät. Was fasziniert dich eigentlich an den Themen Sport und Ernährungsmedizin? Ist ja auch eine interessante Kombination. Ja, letztendlich, also ganz persönlich finde ich einfach, dass Bewegung, Sport und auch natürlich gute Ernährung eine Grundlage sind und vielleicht die wichtigsten Faktoren sind neben dem Mentalen für Wohlbefinden, für ein gutes Lebensgefühl, ne, auch für Glück und Gesundheit und deswegen ja eigentlich essentiell, denke ich, ne, für ein vernünftiges Leben. Ich glaube, der ein oder andere kennt den Begriff noch nicht. Ernährungsmedizin hört man ja nicht so häufig. Was steckt da eigentlich hinter? Jetzt vielleicht auch in Abgrenzung zum Ernährungsberater, Ernährungscoach. Wie würdest du das definieren? Ernährungsmedizin ist letztendlich die Ausbildung, die Mediziner einschlagen können, die Ärzte einschlagen können, wenn sie sich mit dem Thema Ernährung näher beschäftigen möchten. Das ist ein relativ kleines und auch neueres Fachgebiet, das aber ganz stark im Wachsen ist. Und da geht es letztendlich darum, dass man sich mit den Zusammenhängen beschäftigt zwischen Ernährung und Gesundheit und Krankheit und dass man eben auch guckt, wie man über Ernährungsmaßnahmen Krankheiten vorbeugen und Krankheiten auch heilen kann. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Ernährungsmedizin eingehen, vielleicht auch in Abgrenzung zur Schulmedizin, die ja eher auch ja mit Medikamenten arbeitet. Nach meinem Verständnis ist Ernährungsmedizin halt eher auf natürliche Stoffe setzt. Nun hast du da ja auch durch deine Praxis viel Erfahrung gesammelt. Und für ein paar interessante Fallbeispiele, hast du so ein, zwei ja prägnante, vielleicht auch eher typische Fälle, wo Menschen durch eine veränderte Ernährung geheilt wurden oder sich selbst weiterentwickelt haben, fitter wurden,
anstelle von, sag ich mal, der klassischen Methode, wo halt Medikamente verwendet werden? Ja, gibt's viele spannende Bereiche in der Ernährungsmedizin. Ein großes Thema ist dieses Thema Darmgesundheit. Reizdarm ist da ein wichtiges Thema. Viele Menschen leiden unter Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Verstopfungen, Durchfällen, Krämpfen, einfach Unwohlsein, aufgebläht sein. Und das hat sehr, sehr viel zu tun mit unserer modernen Ernährung. Viele Menschen essen einfach zu viel Fruchtzucker, zu viel moderne Weizensorten mit zu viel Gluten und anderen Reizstoffen, zu viel histaminhaltige Lebensmittel. Und da kann man durch eine Ernährungsumstellung, durch Weglassen von bestimmten Stoffen wahnsinnig viel erreichen, ohne Medikamente. Und ja, viel mehr Wohlbefinden, viel mehr Energie. Mhm. Das wäre ein Bereich. Dann im Bereich der Gelenkbeschwerden, Arthrose, Gelenkverschleiß, dadurch bedingte Gelenkschmerzen sind ein Thema. Da kann ich natürlich erstmal Schmerzmittel nehmen, die wirken schnell und auch kräftig, aber ich kann auch mit der Bewegung und zusätzlich mit Gelenknährstoffen arbeiten. Da gibt es tolle Möglichkeiten, wirklich Schmerzen zu lindern, Gelenkgesundheit zu unterstützen auf ganz natürliche Art und Weise, ohne die Nebenwirkungen. Und ein dritter Bereich wäre noch das Thema Energiemangel, Erschöpfungszustände bis hin zu Burnout-ähnlichen Phänomenen, worunter ja auch viele Menschen leiden. Und da sehen wir eben ganz häufig dieses Thema, dass lebenswichtige Nährstoffe fehlen, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und die werden leider aus meiner Erfahrung zu oft auch abgestempelt als rein psychosomatisch bedingte Beschwerden. Vielleicht ganz kurz nochmal, also als Beschwerden, die halt nur mit dem Denken zu tun haben. Ja, die vor allen Dingen aus der psychischen Seite kommen, dass es alles sozusagen nur Stress ist. Natürlich spielt Stress eine wichtige Rolle, aber wir sehen eben ganz oft, dass einfach lebenswichtige Nährstoffe fehlen und deswegen der Körper keine ausreichende Energie produzieren kann. Mhm. Ja, am bekanntesten wäre sowas wie Eisenmangel, aber da gibt es eben ganz viele andere Faktoren noch, die im Körper fehlen können. Und das sind ganz dankbare Gebiete, wo man wirklich viel, sehr schnell, sehr gute Erfolge erzielen kann. Du hattest angesprochen am Anfang noch Histamin auslösende Lebensmittel. Was wären so Beispiele? Histamin wird immer gebildet in Lebensmitteln, wenn sie länger reifen. Das wäre zum Beispiel Fisch, der zu lange gelegen hat. Das wäre reifer Käse. Dann gibt es bestimmte andere Stoffe wie Alkohol oder Tomaten oder Erdbeeren, die fördern Histaminfreisetzung im Körper. Histamin ist letztendlich ein natürlicher Stoff, den wir im Körper auch brauchen, nur die Dosis macht das Gift. Und wenn ich zu viel Histamin im Körper bilde, macht das eben verschiedenste Beschwerden, von Herzrhythmusstörungen über Reizdarmbeschwerden, über Hautausschläge, über Schweißneigung und Hautprobleme und so weiter. Und diese Histaminunverträglichkeit ist auch ein Gebiet, was immer mehr wird und was auch so ein Chamäleon ist. Also es ist ein wichtiger Punkt, wenn Leute Reizdarmbeschwerden haben, nicht nur Milchzucker und sowas zu überprüfen, sondern auch in diese Richtung zu prüfen. Nils, was bedeutet gesunde Ernährung für dich? Das Wichtigste ist, glaube ich, heutzutage, dass wir möglichst natürliche, ursprüngliche Lebensmittel essen, so gut das eben geht. Also wenig Convenience Food, kein Fast Food, keine verarbeiteten Lebensmittel. Das ist nicht immer leicht, aber auch da vielleicht Pareto-Prinzip 80-20, ne? Das ist so ein ganz guter Maßstab. Da wir ein wahnsinniges Informationschaos haben heutzutage im Bereich Ernährung, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir uns ein bisschen orientieren können. Und ich finde schon, dass diese Konzepte wie Paleo-Ernährung oder auch Logi-Pyramide oder Pyramide nach Dr. Feil uns da einen ganz guten Rahmen bieten, an dem man sich orientieren kann. Denn da geht es letztendlich darum, dass wir vollwertige, hochwertige Dinge essen. Ernährung ist aus meiner Erfahrung wahnsinnig individuell. Es gibt nicht die eine Ernährung, die für alle gut ist. Das sehen wir in der Praxis. Das sagt aber eigentlich auch der gesunde Menschenverstand. Also um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir haben Menschen, die kommen natürlich sehr gut klar mit der mediterranen Ernährung. Wir haben deutsche Vollwerternährung, wir haben Rohköster, die sich wunderbar fühlen, die topfit sind. Wir haben Menschen, die mit der ayurvedischen oder mit der chinesischen Ernährungslehre sehr gute Erfolge haben. Also ich bin immer gegen diesen Dogmatismus und ich würde auch sagen, nach 13 Jahren ernährungsmedizinischer Praxis weiß ich nicht für den einzelnen Menschen, was für ihn das Beste ist. Ich weiß aber, ich glaube, ich kann ganz gut Leitplanken und Orientierungspunkte geben und dann ist es einfach auch viel Testprinzip. Ne? Ausprobieren. Und wir haben die Menschen, die eben ohne oder mit wenig Kohlenhydraten wunderbar zurechtkommen. Wir haben andere Menschen, die brauchen gewisse Mengen an Kohlenhydraten. Manche haben durch Milchverzicht Riesenerfolge. Manche vertragen Milch und sind absolut leistungsfähig und kerngesund. Also am besten nicht zu dogmatisch da rangehen, sondern wirklich ein bisschen entspannt sein, individuell gucken, ausprobieren, testen. Ne? Vielleicht nochmal Thema Supplemente. Wie wichtig sind die in einer gesunden Ernährung? Vielleicht muss man sagen, leider ist es heutzutage so, dass wir eben viele Menschen sehen, wo wir das auch wirklich nachmessen können, die einen Mangel haben an lebenswichtigen Nährstoffen. Dann ist natürlich immer der erste Schritt zu versuchen, die Ernährung zu optimieren, noch hochwertiger, noch mehr Gemüse, noch mehr gute Qualität zu essen. Aber oft gelingt das eben nicht oder vielleicht auch nur phasenweise gelingt das eben nicht.
Und deswegen sind hochwertige Ergänzungsprodukte, hochwertige Vitalstoffprodukte, Mikronährstoffsupplemente heutzutage unverzichtbar aus unserer Erfahrung. Enthält eine gesunde Ernährung heute überhaupt noch genug Vitamine, Mineralstoffe? Wir haben es eben so ein bisschen angerissen. Wie ist da deine Erfahrung als Ernährungsmediziner? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Das kann gelingen. Ne? Gesunde Ernährung, wenn man wirklich gute Zutaten sich aussucht, vernünftige Zubereitung, das heißt also vitaminschonende Zubereitung, dann kann sie gut und ausreichend Nährstoffe enthalten. Man kann es aber nur im Einzelfall entscheiden. Und ich sehe natürlich, klar, ist auch eine gewisse Selektion jetzt auch durch die Praxis, aber ich sehe natürlich viele Menschen, bei denen das nicht mehr gelingt. Und man muss dazu sagen, wir haben heutzutage wahnsinnig viele Lebensmittel, also letztendlich die Mehrheit der Lebensmittel im Supermarkt ist, ja, wenn man es kurz sagt, Ernährungsmüll und dadurch absolut minderwertig. Und mit dieser Ernährung ist eine Nährstoffversorgung nicht mehr sichergestellt. Was wären denn Lebensmittel, die von der Qualität her so gut sind, dass ich in der Lage wäre, dadurch meinen Bedarf zu decken? Und was wäre ein Beispiel für Lebensmittel, die Ernährungsmüll sind? Die Grundlage einer gesunden Ernährung ist ja Gemüse vor allen Dingen. Und da würde ich schon auf Bio-Qualität setzen, ne? Beziehungsweise vielleicht vergleichbar, ne? Möglichst natürlicher, ursprünglicher Anbaumethoden. Da habe ich noch die beste Wahrscheinlichkeit für vernünftige Produkte, wenn sie dann am besten auch noch sonnenreif geerntet wurden und entsprechend dann zubereitet werden, was auch ein wichtiger Knackpunkt ist. Ne? Stichwort Mikrowelle zerstört einfach viele Vitamine und Mikronährstoffe. Und dann haben wir aber heutzutage eben dieses Phänomen, es gab ja Untersuchungen dazu, man hat Salat eingekauft, ganz normalen Salat im Supermarkt und hat den im Labor chemisch analysieren lassen und hat eben gesehen, dass da überhaupt keine Vitamine mehr enthalten sind. Und das sind so Phänomene, die es früher nicht gab. Es gibt andere Untersuchungen, die das auch zeigen, dass wir in anderen Gemüsesorten auch einen deutlichen Verlust an Nährstoffen haben. Das ist messbar, das ist jetzt keine Esoterik, sondern das ist wirklich messbar. Und das sind natürlich dann Lebensmittel, die mir nicht weiterhelfen oder die eben, ne, auf lange Sicht dann auch dazu führen können, dass ich einen Nährstoffmangel habe, obwohl ich mich subjektiv gefühlt eigentlich ganz gut ernähre. Heißt das denn, dass die Lebensmittel heute eine schlechtere Qualität haben als früher? Ich glaube, das kann man sowieso pauschal nicht sagen. Wir haben heutzutage gute Lebensmittel, ne, wo man einfach ein bisschen hingucken muss. Und wir haben aber heutzutage auch die Situation, dass Deutschland einen großen Teil der Lebensmittel importiert. China ist heutzutage einer der größten Lebensmittelproduzenten. Wir alle wissen, glaube ich, aus den Nachrichten, was für eine ökologische Situation wir in China haben. Wir haben Probleme mit Schwermetallen, mit Giftstoffen in diesen Lebensmitteln. Das ist bekannt, da gab es entsprechende Probleme auch schon in Deutschland, gibt es auch Messungen dazu. Und das sind einfach völlig neue Situationen, die es vor ein paar Jahren so noch nicht gab. Und da darf ich aufpassen und darf mich ein bisschen schlau machen und darf eben auch gucken. Und unser Problem in Deutschland ist ja immer, wenn wir mit dieser Geiz-ist-geil-Mentalität einkaufen gehen und essen gehen, dann geht das schief. Ja, denn Qualität hat einen gewissen Preis und wir geben heutzutage nur noch 15% unseres Einkommens aus für Essen und Lebensmittel. Das ist so ein ganz niedriger Wert. Früher waren das 50%. Und da kommen wir natürlich irgendwann an die Grenzen. Die Landwirtschaft ist schon in der Lage gewesen, die Erträge enorm zu steigern und alles effizienter zu gestalten. Aber dann haben wir den Hybridweizen heutzutage mit Gluten und anderen Reizstoffen, der die Magen-Darm-Beschwerden macht. Oder wir haben ja die Lebensmittel, die weniger Nährstoffe enthalten. Und das sind schon Dinge, wo man sich drum kümmern darf, wenn man gesund und fit sein möchte. Das heißt, Empfehlungen für Menschen, die sich jetzt gut ernähren wollen, wäre dann regional einkaufen? Genau, regionale Ernährung, saisonale Sachen, die Sachen essen, die jetzt im Moment Saison haben. Am besten, ich gucke mir ein bisschen an, wo die Sachen herkommen. Ne, also natürlich nicht Flugerdbeeren oder Flugweintrauben aus Südafrika im Winter hier, das ist alles völliger Irrsinn. Ne? Gut natürlich heutzutage so die Biobauern, die Biohöfe, wo ich auch hinfahren kann, Biolieferdienste, ne, können eine gute Unterstützung sein. So. Und das Wichtigste ist aber immer noch die Lebensmittelauswahl, also immer noch gucken, ne? Keine Dinge essen, die meine Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte. Ne? Immer im Supermarkt gucken, auf die Zutatenliste gucken. Und wenn ich da Begriffe sehe, die ich begrifflich gar nicht einordnen kann, ist auch ein Go-Kriterium. Eigentlich haben natürliche Lebensmittel nur eine Zeile an Zutaten, nicht 2 oder 5 Zeilen oder 10 Zeilen. Keine E-Stoffe, ne, keine anderen komischen Begriffe. Zuckergehalt wäre noch so ein Thema, was eine Rolle spielen kann heutzutage. Mhm. Also da gibt schon so ein paar Kriterien. Nun setzt du ja in der Praxis auch gezielt Mikronährstoffe ein, wenn halt Mängel festgestellt werden. Eine Frage, die mir auch schon ein paar Mal gestellt wurde, ist, kann unser Körper künstliche Vitamine, weil viele, viele Vitamine werden ja im Labor hergestellt, werden synthetisiert.
können diese Stoffe überhaupt so gut verwertet werden im Körper wie natürliche Stoffe? Also wie zum Beispiel ein Vitamin C, was im Apfel enthalten ist, versus ein Vitamin C, was ich halt über eine Pille aufnehme. Bei den Vitaminen ist es grundsätzlich so, dass die chemische Struktur, der chemische Aufbau dieser Stoffe sehr gut bekannt ist und erforscht ist. Und der ist auch in beiden Fällen gleich. Also egal, ob das Vitamin C, das synthetisch hergestellte, oder das Vitamin C aus dem Apfel. So, das heißt, ich kann, wenn ich da einen speziellen Mangel habe, ne, gilt auch für andere Stoffe, Eisen oder so, kann ich das ausgleichen durch Präparate. Das funktioniert von der Wirkung her. Das sehen wir im Blutbild anhand von Messungen, dass das funktioniert. Trotzdem ist es natürlich so, dass nichts auch nur ansatzweise so gut ist wie natürliche Lebensmittel. Wir haben im Apfel eben die Vitamine nicht nur in isolierter Form, sondern wir haben tausende von Stoffen, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Teil noch gar nicht bekannt sind, die ganz stark beforscht werden zurzeit, die die Vitaminwirkung unterstützen, auch noch fördern und die selbst auch ganz viele positive Eigenschaften haben. Deswegen ist es wichtig, ich muss immer den Apfel essen, möglichst einen guten Apfel, und dazu nach Bedarf, je nach Situation, individuell am besten angepasst, eine Nahrungsergänzung, wenn sie notwendig ist. Und nicht denken, dass ich mit minderwertiger Ernährung, schlechter Ernährung, Fastfood und so weiter ausgleichen kann durch irgendwelche Pillen. Jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere, macht es Sinn, wenn ich jetzt mich vielleicht nicht immer hundertprozentig regional ernähre, welche Nahrungsergänzungsmittel kann ich verwenden, um so eine gewisse Basisabsicherung sicherzustellen oder auch vielleicht als Versicherung gegen halt grobe Vitaminmängel. Welche Präparate bringen wirklich was? Woran erkennst du überhaupt, ob ein Präparat qualitativ hochwertig ist? Weil das muss man ja auch wissen, Nahrungsergänzungsmittel sind halt nicht so reguliert. Sie sind nicht unbedingt kontrolliert am Markt. Es sei denn, der Hersteller lässt sich von einem unabhängigen Labor prüfen und zertifizieren. Der Grundsatz ist hier immer, wie auch du schon sagtest, gesunde, vollwertige Ernährung aus natürlichen Lebensmitteln. Dann empfehle ich halt diese Basisversorgung aus einer Handvoll Mikronährstoffpräparaten. Und die Optimallösung ist halt wirklich ja im Blut danach zu messen. Ne? Das, was du auch anbietest und machst mit deinen Patienten. Genau, also der Ansatz, den wir natürlich in der Arztpraxis, in der Medizin machen, ist der, dass man sich den einzelnen Menschen anguckt, natürlich erstmal darüber spricht, was gibt's für Beschwerden, was gibt's für Gesundheitsstörungen. Dann werden bestimmte Untersuchungen gemacht, zum Beispiel eben auch Blutanalysen in Bezug auf Mikronährstoffe und auf den Ernährungszustand. Dann wird das Ganze professionell ausgewertet und dann werden individuelle Empfehlungen gegeben. Und das kann eben je nach Situation dann völlig unterschiedlich sein. Und wenn ich einen leichten Nährstoffmangel habe, dann reicht oft eine Ernährungsumstellung, ne, bestimmte Lebensmittel laut Tabelle, die man dann eben mehr essen kann. Wenn aber schwere Mängel vorliegen, dann muss ich ergänzen, muss substituieren, weil ich sonst diesen Mangel gar nicht ausgleichen kann. Also nach Möglichkeit messen, wissen, handeln, das ist so der Grundsatz. Zum Thema Vitamin D wird sich der ein oder andere vielleicht auch schon gestellt haben, die Frage, ist das überhaupt notwendig? Man liest dazu immer wieder was, die Deutschen haben auch letztens im Nationale Verzehrsstudie, ich glaube sogar 80% oder 70% der Deutschen haben halt einen Mangel an Vitamin D. Musst du Vitamin D-Präparate überhaupt nehmen? Sollst du da Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Wenn ja, kann ich die im Discounter kaufen? Kann ich die um die Ecke kaufen in der Drogerie? Oder muss ich da in die Apotheke gehen? Woran erkenne ich einen Vitamin D-Mangel? Und kann ich es auch vielleicht über Lebensmittel decken? Oder brauche ich dazu Nahrungsergänzungsmittel? Wie ist es mit Sonneneinstrahlung? Der Körper produziert ja selbst Vitamin D. Wenn wir ins Sonnenlicht gehen, Sonnenlicht auf die nackte Haut, also ne, dick angezogen, im Skiurlaub bringt da nicht so viel. Wie lange soll ich mich denn in der Sonne aufhalten, wenn ich diese natürliche Vitamin D-Produktion ankurbeln will? Und wirkt es auch bei Sonnencreme? Also ein ganzer Blumenstrauß von Fragen. Ich würde sagen, ja, eine nach der anderen gehen wir die mal durch. Brauche ich Vitamin-D-Präparate? Wie siehst du das? Man weiß heutzutage, das hat sich in den letzten Jahren eindeutig gezeigt, auch wissenschaftlich bewiesen, dass Vitamin D enorm wichtig ist für die Gesundheit des Menschen, für die nicht nur für die Osteoporose, also für den Knochenschutz, sondern eben auch für das Immunsystem, Krebsschutz, Muskelfunktion und so weiter. Und gleichzeitig wissen wir, dass Vitamin-D-Mangel extrem häufig ist.
Im Winter, wenn wir eben diesen Sonnenmangel haben, ist es noch stärker als im Rest des Jahres. Die entscheidende Antwort ist eigentlich, man muss messen. Es ist völlig unterschiedlich bei den Menschen. Deswegen, und da ist es auch ganz klar, da gibt es einen Blutwert, mit dem man das messen kann. Das ist eigentlich auch bekannt mittlerweile. Und das ist zum Beispiel eine absolut sinnvolle Selbstheilerleistung, den Vitamin-D-Wert bestimmen zu lassen und dann entsprechend zu ergänzen. Wir wissen auch aus entsprechenden Untersuchungen, dass Vitamin D von Menschen ganz unterschiedlich gut aufgenommen wird. Also man hat Untersuchungen gemacht, wenn 100 Menschen die gleiche Dosis Vitamin D aufnehmen, dann gibt es eben Menschen, die sehr schnell in den Zielbereich kommen vom Vitamin D-Blutspiegel und andere Menschen, die brauchen dafür ein halbes Jahr oder ein Jahr länger. Das heißt, auch da eine bestimmte Dosis einnehmen, Kontrollmessungen machen, gegebenenfalls die Dosis anpassen, das ist das professionelle Vorgehen. Wie du schon gesagt hast, Vitamin D wird nicht nur von außen über die Nahrung zugeführt, zum Beispiel durch Fisch, sondern der Körper stellt es auch selber her. Diese Fähigkeit lässt im Alter nach, deswegen ist im Alter besondere Aufmerksamkeit geboten, was Vitamin D-Mangel angeht. Und auch durch Sonnencreme wird das verhindert und man geht davon aus, dass ab Lichtschutzfaktor 7 bereits die Vitamin D-Produktion der Haut deutlich eingeschränkt ist. Das heißt, da lohnt es sich aufzupassen. Okay, Vitamin D-Präparate, dazu noch zwei Ergänzungen. Bei Vitamin D muss man ein bisschen aufpassen, weil es halt wie ein Hormon wirkt. Es ist auch, also in vielen Quellen liest man auch, es ist eher ein Hormon als ein Vitamin, wird so eingeordnet. Daher dort eine Überdosierung ist halt auch nicht so witzig, so ähnlich wie halt ein starker Mangel. Meine Empfehlung, auch in dem kostenlosen Nahrungsergänzungsmittel-Guide, den es bei mir auf der Seite gibt, ist halt, wenn du ein Präparat nimmst zur Basisversorgung, dann eins, das nicht höher dosiert ist als 2000 internationale Einheiten am Tag, weil du damit halt diese Überdosierung vermeiden kannst. Wo findest du ein gutes Präparat? Vielleicht gehen wir da auch nochmal auf das Thema ein, was sind eigentlich gute Nahrungsergänzungsmittel? Weil der Phil, ein Leser von mir auf dem Blog, hatte auch gefragt nach einem speziellen Nahrungsergänzungsmittel, ist das ein gutes Präparat oder nicht? Nun ist es so, wir kennen auch nicht alle Präparate, die es am Markt gibt. Wir kennen auch nicht alle Hersteller, die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Es gibt eine wahre Flut von Nahrungsergänzungsmitteln im Internet, im Supermarkt, aber auch in der Apotheke. Woran erkenne ich halt ein gutes Präparat? Und wir haben halt auch für diesen Nahrungsergänzungsmittel-Guide bei mir auf dem Blog mal Kriterien rausgearbeitet, woran du ein gutes Produkt erkennst. Willst du da vielleicht was zu sagen? Also kurz zum Vitamin D, da ist es ganz einfach. Vitamin D ist extrem preiswert und da kann man nicht viel falsch machen, wenn man das normale Vitamin D3 einkauft. Also da ist die Entscheidung ganz einfach. Insgesamt, gerade auch wenn es um Multivitalstoffpräparate geht, gibt es schon bestimmte Kriterien, an denen man sich orientieren kann. Das beginnt natürlich mit den Rohstoffen. Zum Beispiel bei Vitamin E, das besteht aus 8 verschiedenen Verbindungen. Deswegen würde ich darauf achten, dass so ein Präparat natürliches Vitamin E als Komplex enthält. Bei anderen Nährstoffen wie Folsäure gibt es auch so Besonderheiten, dass es patentierte Folsäure gibt, die vom Körper sehr viel besser verwendet werden kann. Wenn Omega-3-Öle eingesetzt werden, sollten die zum Beispiel von Schadstoffen befreit sein, von Schwermetallen, das wäre wichtig. Wenn ich Mineralien habe, dann ist Magnesiumcitrat zum Beispiel besser als ein Magnesiumoxid. Auf sowas kann man achten. Dann sollte man heutzutage fordern, dass diese Produkte frei sind von Konservierungsstoffen, von Tablettenhilfsstoffen. Das sind so Begriffe wie Magnesiumstearat oder so, die man in vielen eher minderwertigen Produkten noch findet. Die sind unnötig und die sollte man nicht akzeptieren, genauso wie Farb- und Konservierungsstoffe. Dann gibt es bestimmte Qualitätsstandards, was die Herstellung angeht. Da ist so der Standard die sogenannte GMP, die pharmazeutische Qualität, die man achten darf. Ich würde immer denken, dass Präparate, die auch in Deutschland hergestellt werden, eine andere Sicherheit bieten als Dinge, die man aus dem Internet kauft, die vielleicht in Asien oder unbekannte Herkunft haben. Wir wissen, dass gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln es extreme Verunreinigungen gibt. Die Sporthochschule Köln hat dazu mal interessante Untersuchungen gemacht. Also Vorsicht bei Produkten aus dem Internet, wo man die Quellen nicht genau kennt. Ja, dann ist natürlich wichtig, dass wirklich alle Inhaltsstoffe enthalten sind. Es gibt so bestimmte wichtige Inhaltsstoffe wie das Q10, das ist extrem teuer, somit der teuerste. Willst du vielleicht kurz, was ist Q10? Q10 ist ein lebenswichtiges Vitamin, was gerade für die Energieproduktion in den Körperzellen enorm wichtig ist. Also immer wenn es ums Thema Leistungsfähigkeit geht, Müdigkeit und so weiter. Und Q10 als Rohstoff ist sehr teuer und deswegen lassen manche Hersteller das Q10 dann weg, um dadurch den Gesamtpreis eben zu senken. Und das bringt dann im Zweifelsfall nicht so viel, wenn man
ein gutes Multipräparat nehmen möchte. Wichtig ist natürlich auch, dass die Dosierungen stimmen. Man kann natürlich Geld einsparen, indem man geringe Dosierungen nur nimmt von bestimmten Inhaltsstoffen, die dann aber auch eher homöopathische Wirkung haben. Also das, darauf kann man achten. Und ja, und daraus ergeben sich insgesamt letztendlich die Bewertungskriterien für gute Nährstoffpräparate. Mich interessiert die Wechselwirkung von Vitaminen untereinander und auch Präparate untereinander. Gibt's da Wechselwirkungen? Und die zweite Frage ist halt, ja, ich kann halt ganz gut übers Internet oder eigene Recherche auch rausfinden, was bringen die einzelnen Vitamine, was macht für mich Sinn, was möchte ich vielleicht auch einnehmen, vielleicht ein Multipräparat, aber wie soll ich es überhaupt einnehmen? Soll ich es morgens, mittags oder abends einnehmen, zu einer Mahlzeit, zwischen den Mahlzeiten? Dann gibt es fettlösliche Vitamine, wasserlösliche. Worauf muss ich achten und woher weiß ich eigentlich, wie ich Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll so einnehme, dass der Körper sie auch aufnehmen kann? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der auch in der Tat oft diskutiert und gefragt wird. Ein gutes Vorbild ist immer die Natur. Und in der Natur ist es natürlich so, dass wir niemals einzelne Nährstoffe zuführen. Also es gibt nicht einen Selenbaum oder eine Vitamin-C-Frucht, die nur einen Nährstoff enthält, sondern wir haben in der Natur immer alles gemischt. Und wenn wir uns normal ernähren, also als Gemischtköstler, dann bieten wir unserem Körper immer die Nährstoffe als Komplex an in der Mischung. Das heißt, vom Prinzip kann der Körper wunderbar die Nährstoffe auch gemeinsam aufnehmen und kann das auch trennen und entsprechend sinnvoll verarbeiten. Richtig ist aber, dass wir in der Mikronährstofftherapie schon bestimmte Nährstoffe separat zuführen, das heißt in der Regel nüchtern, das heißt immer eine halbe Stunde vor dem Essen oder zwei Stunden nach dem Essen, um einfach die Aufnahme, die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Also bekannte Beispiele sind zum Beispiel Eisen, das man in der Regel getrennt aufnehmen sollte vom Essen, am besten unterstützt noch durch ein bisschen Vitamin C, durch ein bisschen Orangensaft zum Beispiel. Andere Beispiele wären Selen oder teilweise auch Zink, die wir gezielt nüchtern zuführen, wenn wir einen Mangel haben, wenn wir hochdosiert arbeiten wollen, wenn wir also wirklich dafür sorgen wollen, dass die Aufnahme optimiert wird. Dann gibt es entsprechende Empfehlungen und da gibt es auch Tabellen. Das wird man dann aber, denke ich, ja, würde man dann auch im Einzelfall besprechen und dann entsprechend sinnvolle Empfehlungen geben. Wie ist generell die empfohlene Menge an Vitaminen und Mineralstoffen? Gibt es da pauschale Empfehlungen? Kann dieser Bedarf auch ohne Supplemente gedeckt werden? Eventuell Tipps. Ist da, das hatten wir zum Teil schon abgedeckt, ist dieser Bedarf bei Kraftsport, und das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, ist dieser Bedarf bei Kraftsport speziell beim Muskelaufbau höher? Ja, bei Sportlern ist es ja so, dass wir einen höheren Energieverbrauch haben und dadurch auch einen höheren Stoffwechselumsatz. Und der Stoffwechsel ist letztendlich auch angewiesen auf sogenannte Kofaktoren und das sind eben ganz oft Vitamine und Mineralien. Also ohne diese Vitamine und Mineralien kann der Stoffwechsel nicht gut funktionieren. Beispiele wären Zink und Magnesium, die jeweils an 200 bis 300 verschiedenen Prozessen im Stoffwechsel beteiligt sind. So, und wenn ich also intensiv trainiere oder auch als Kraftsportler Masse, Körpergewebe aufbauen möchte, dann habe ich einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Im optimalen Fall isst ein Sportler auch mehr und im optimalen Fall natürlich auch hochwertig und kann dadurch den erhöhten Nährstoffbedarf auch decken. Ob das im Einzelfall gelingt, muss man eben gucken. Ein Punkt, den ich halt viel natürlich im Coaching habe, wenn ein Kunde Körperfett abbauen will, das geht nur über ein Kaloriendefizit. So, ein Kaloriendefizit heißt, ich esse erstmal weniger Energie zumindest. Genau. So, und was ich immer empfehle, ist halt in dem Fall auf Lebensmittel zu setzen, die eine niedrige Energie, aber hohe Nährstoffdichte haben. Trotzdem gibt es da natürlich den Fall, dass ich einfach weniger Spielraum habe. Wenn ich am Tag weniger Kalorien zu mir nehmen möchte, dann muss ich irgendwo reduzieren. So, und wenn ich dann über natürliche Lebensmittel gehe, kann es auch mal sein, gerade wenn ich zusätzlich zum Energiedefizit auch noch Sport mache, dass ich eben gerade auch zwei Faktoren kombinieren. Einmal das Thema erhöhter Bedarf durch Sport und das zweite halt gesenkte Energieaufnahme, gesenkte Nahrungsmittelaufnahme und dadurch halt auch weniger Nährstoffe. Und gerade wenn ich Körperfett abbauen will, will ich ja meinem Stoffwechsel auch Rückendeckung geben, damit er eben dieses Fett auch abbauen kann. Was gibt's noch für Fälle oder hast du noch Ergänzungen dazu? Ganz genau, also das ein höheres Alter ist grundsätzlich ein Faktor, den man berücksichtigen darf. Das Beispiel war ja Vitamin D unter anderem, wird im Alter weniger gebildet vom Körper.
Im Alter ist es grundsätzlich so, dass die Nahrungsmenge, der Kalorienbedarf vermindert ist, aber der Bedarf an Vitaminen, an Mikronährstoffen gleich hoch ist, wie bei jungen Menschen. Und das ist auch so eine Herausforderung, die nicht immer ganz einfach zu lösen ist. Dann haben wir viele Medikamente, die in den Vitaminhaushalt eingreifen, darunter auch frei verkäufliche Dinge wie zum Beispiel Magensäureblocker, die dafür sorgen, dass ich B12, Eiweiß, auch Magnesiummangel entwickeln kann. Also sowas darf man berücksichtigen. Einnahme der Antibabypille sind so Faktoren, wo ich leichten Nährstoffmangel entwickeln kann. Dann gibt es natürlich eine ganze Menge an Krankheiten, die da eine Rolle spielen können. Oder was sehr, sehr häufig ist, um nicht zu sagen fast der Normalzustand, ist, dass unsere Darmflora verändert ist durch unseren modernen Lebensstil. Darmflora ist dieses Bakterienökosystem, was wir im Darm haben, was ganz wichtig ist für die Nährstoffaufnahme. Und das ist dieses Reizdarmthema, was vielleicht einige kennen. Also veränderte Darmflora ist so ein Engpass, so ein Nadelöhr oft bei Menschen, dass ich zwar vielleicht gute Nahrungsmittel esse, aber letztendlich kommt nur das im Körper an, was ich auch verdaue. Und das kann dann ein Thema sein, was dazu führt, dass der Nährstoffbedarf eben nicht gedeckt wird oder Mangelerscheinungen auf. Was mich nur interessieren würde, was hältst du, beziehungsweise Herr Schulz-Rutenberg, von natürlichen Supplements, in Klammern Maca, Chiasamen und so weiter, also Superfoods im Grunde? Vor allem würde mich deine Meinung zum natürlichen Booster, Pinepollen, interessieren, da das hierzulande scheinbar ziemlich unbekannt ist. Ja, was sagst du dazu, Nils? Vielleicht auch diese Pinepollen, hast du da schon mal was von gehört? Mit den Pinepollen zum Beispiel habe ich gar keine Erfahrung. Was aber nichts heißt, es gibt da schon im Pflanzen- oder im Naturreich spannende Substanzen oder Lebensmittel. Chiasamen zum Beispiel ist, so wie du schon gesagt hast, ist eine tolle Geschichte, weil es eben eine sehr hohe Nährstoffdichte hat. Es ist von der Anwendung ja sehr einfach. Das sind diese schwarzen kleinen Körner, die man in Wasser einlegt über Nacht, und ich mache mir die selber in meinen Green Smoothie rein oder in mein Müsli. Und das ist schon beeindruckend von der Nährstoffdichte und deswegen sinnvolles Lebensmittel, genauso wie andere Gemüsesorten auch. Ich würde immer Folgendes denken aus meiner Erfahrung. Die Grundlage ist die natürliche gesunde Ernährung, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Sekundäre Pflanzenstoffe, Brokkoli, ne, also die Nährstoffe im natürlichen Komplex. Die zweite Stufe ist aus meiner Sicht dann zu gucken, die lebenswichtigen Mikronährstoffe, die ca. 40 Vitalstoffe, die es da gibt, dass man mit denen gut versorgt ist. Und als dritte Stufe wäre dann möglich zu gucken, ne, auch ein bisschen individuell zu testen, immer dieses Ausprobieren, glaube ich, ganz wichtig. Dem einen hilft vielleicht Maca, der andere schwört vielleicht auf Chia, der andere benutzt andere vermeintliche Booster, die ihm vielleicht helfen. Aber man muss es nochmal sagen, wenn zum Beispiel ein B12-Mangel vorliegt, wenn ein Eisenmangel vorliegt, wenn ein Q10-Mangel vorliegt, dann bringt mir auch das beste vermeintliche Superfood nichts. Also erstmal sozusagen die Grundlagen gut einstellen. Dazu gehören natürlich auch so Dinge wie Schilddrüsenunterfunktion, Testosteronmangel, diese ganzen Dinge. Das muss alles geklärt sein. Und dann kann ich im Sinne dieses Drei-Stufen-Konzepts, was wir auch im Artikel da zeigen, kann ich überlegen, wie ich das Ganze noch toppen kann. Wir haben mehrere Fragen hier zu einzelnen Mikronährstoffen. Also hier zum Beispiel Nicole fragt nach einer speziellen Aminosäure, L-Arginin, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Bringt das was? Sollst du das supplementieren? Dann halt eine ähnliche Frage nach Alpha-Liponsäure. Sollte man das nehmen? Macht es Sinn? Dann haben mich auch andere Fragen noch erreicht. Gut, nach Fischöl wird häufiger gefragt. Aber einzelne Nährstoffe, denen ja auch immer positive Wirkungen zugeschrieben werden, wie sieht's denn da aus? Ja, das sind letztendlich alles spannende Einzelsubstanzen, die sehr beforscht werden, für die es teilweise interessante Wirkungsnachweise gibt, teilweise auch Assoziationen bzw. Hypothesen. Ich würde immer Folgendes denken. Wir setzen solche Stoffe gezielt ein in der Therapie. Das heißt zum Beispiel, Arginin ist sehr gut geeignet zur natürlichen Blutdrucksenkung. Vielleicht auch eine Alternative als natürliches Viagra, wenn man das möchte. Alpha-Liponsäure ist spannend, weil es ein ganz wichtiger Zellschutzstoff ist. Und zwar ist es wasser- und fettlöslich und das wird eingesetzt bei Nervenerkrankungen, auch bei Diabetes, sehr erfolgreich. OPC ist das, was unter anderem den Rotwein auch so gesund machen soll. Traubenkernextrakt ist aber auch im roten Traubensaft enthalten. Das wird eingesetzt bei neurodegenerativen Erkrankungen, also Gehirn-Nervenerkrankungen. Das heißt, ich würde solche Dinge eher gezielt einsetzen, im individuellen Fall gucken, ob das Sinn macht. Ansonsten haben wir die auch in einer hochwertigen Ernährung mit drin. Und das ist in den meisten Fällen ausreichend. Also da eher auf eine ausgewogene Ernährung setzen. Konkret jetzt der Fall L-Arginin, da hatte ich letztens auch nochmal von einem Leser eine Frage.
Das wird ja häufig in der, also auch unter den Sportsupplementen verkauft als, ja, als Ergänzung, die halt, was ja mehr Power im Training geben soll, eben aufgrund dieser durchblutungsfördernden Wirkung. Ich habe dazu nochmal recherchiert und auch Studien gefunden, wo tatsächlich genau das untersucht wurde. L-Arginin, bringt dir das was im Training, wenn du es vorher nimmst? Und das Interessante war, dass in diesen Studien nirgendwo nachweisbar war, dass es dir wirklich, dass du im Training dadurch mehr Leistung bringst oder irgendwie besser Muskeln aufbaust. Deswegen auch da, also für diese konkrete Frage, weil sie häufiger kommt, ich empfehle es nicht. Also investier dein Geld lieber in was anderes. Wenn du es dennoch machen willst, dann würde ich sagen, teste es einfach mal aus. Das generell für Nahrungsergänzungsmittel. Probier es mal ein paar Wochen aus. Hast du das Gefühl, es bringt dir was? Ich meine, häufig, selbst wenn es der Placebo-Effekt ist, wenn du dich damit besser fühlst, ist ja alles gut. Nur jetzt konkreter Fall L-Arginin gibt es meiner Meinung oder meines Wissens nach keine wissenschaftliche Grundlage, die rechtfertigt, das halt als Trainingssupplement einzusetzen. Was sind gute und gesunde Alternativen zu Gelpacks und diesen ganzen Proteinriegeln für unterwegs? Ich bin selbst kein großer Fan von, also Gelpacks sowieso nicht. Die habe ich, wenn überhaupt, mal im Marathon im Wettkampf eingesetzt. Ansonsten halte ich die für überflüssig. Proteinriegel. Dazu sollte man wissen, dass was als Proteinriegel verkauft wird, ist zu 80% Süßigkeiten. Das siehst du auch an den Nährstoffen, wenn du halt auf den Riegel raufguckst. Und da ist zum Beispiel, und das ist ganz häufig der Fall, mehr Kohlenhydrate drin und das in der Regel in Form von Zucker als Protein, dann ist es eine Süßigkeit. So, ein zweiter Punkt bei diesen Sportnahrungsergänzungsmitteln wie halt Proteinriegeln ist, guck mal auf die Zutatenliste. Du wirst häufig feststellen, dass da locker mal 10, 15 Zutaten draufstehen, von denen du ganz viele überhaupt noch nie gelesen hast oder nicht genau weißt, was das ist, weil das irgendwelche Chemikalien sind. Da sind halt viele Geschmacksverstärker drin, Aromen. Bei Aromen muss man halt auch wissen, die müssen nicht separat deklariert werden. Also wenn da steht künstliches Aroma oder auch nur Aroma, dann ist allein diese Aromaformel besteht häufig nochmal aus 30 oder 40 verschiedenen Chemikalien, wo halt dieser Geschmack hergestellt wird. Deswegen auch da natürlich, die Dosis macht das Gift. Wenn du gerne auch so ein Fertigproteinriegel mal isst, dann ist überhaupt nicht schlimm. Aber das als konstanten Snack zu nehmen, da würde ich wirklich sehr genau selektieren. Es gibt ein paar Proteinriegel, die okay sind. Einer davon ist der Quest Bar. Der kostet auch ein bisschen mehr allerdings. 12 Riegel liegen so um und bei 25 bis 30 Euro. Aber viele der anderen Proteinriegel liegen auch in dieser Preisklasse. Also das ist mal einer, wo wirklich der Hersteller das erkannt hat, dass die meisten Produkte eben sehr künstlich sind und da ein Produkt, das sehr natürliche Zutaten hergestellt hat. Ein zweiter, der mir jetzt einfällt, ist der Ochsenriegel für diejenigen, die Fleisch essen. Das ist Biofleisch, was getrocknet ist, gewürzt ist und im Prinzip wie eine Salami, aber sehr fettarm, sehr proteinreich. Und für die, die gerne was Deftiges essen, das kann man auch gut für unterwegs machen. Fällt dir noch was ein? Also ich denke immer wieder, die natürlichen sozusagen Snacks dran denken, die hartgekochten Eier mitnehmen, ja, die Quarkspeise in Tupper, ja, oder fertig gebratenes Fleisch oder Räucherfisch oder andere Dinge. Da gibt's schon eine Menge Möglichkeiten, die auch nicht so aufwendig sind, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Also das sollte nach Möglichkeit die Grundlage sein, die anderen Dinge dann vielleicht, ne, wenn's ganz schnell gehen muss und ganz einfach sein muss. Kann eine Einnahme über der empfohlenen täglichen Verzehrmenge schädlich für den Körper sein? Also er meint wohl eine Einnahme von Mikronährstoffen wie Vitamine, Mineralien. Also wenn ich die überdosiere, wäre das schädlich für meinen Körper? Überdosierungen sind möglich, vor allen Dingen bei den fettlöslichen Vitaminen, also Vitamin D, Vitamin A, Vitamin K zum Beispiel. Symptome bei einer Vitamin-D-Überdosierung könnten zum Beispiel sein Schwäche, Kopfschmerzen, Müdigkeit, aber auch Herzrhythmusstörungen, Übelkeit und Erbrechen. Das heißt, da macht es Sinn, eben die Einnahme zu überprüfen,
Kontrollmessungen zu machen, um zu gucken, dass man nicht zu viel des Guten tut. Wobei man eben sagen muss, aus unserer Erfahrung jetzt aus über einem Jahrzehnt Vitaminsprechstunde, echte Überdosierung sehen wir nur ganz selten. Also ich weiß, einige Patienten oder Sportler, die haben sich in den USA hochdosierte Nahrungsergänzungsprodukte gekauft und nehmen die dann über Jahre ein, ohne mal eine Kontrollmessung zu machen. Und da sehen wir ab und zu mal Überdosierung. Ansonsten ist das Ganze eher sehr selten. Ein bisschen kritischer ist es bei Mineralien. Da darf jeder ein bisschen mehr aufpassen. Gerade so, ich denke jetzt so an Sachen wie Jod oder so, die nicht überzudosieren. Auch da gibt's halt Empfehlungen von der DGE. Die sind da meines Wissens auch ganz gut, ne? Ja, genau. Jod ist auch ein Thema. Auf der einen Seite haben wir teilweise Jodmangelversorgung und entsprechende Probleme, wie zum Beispiel diese Schilddrüsenvergrößerung. Aber auch da, wer jetzt viel Jod angereicherte Produkte isst, der kann auch zu viel des Guten machen. Gerade bei einer Schilddrüsenüberfunktion muss man da sehr aufpassen. Aber das sind auch Dinge, die man mit dem Arzt dann besprechen würde. Was sollte ich beim jährlichen großen Blutbild beim Arzt mitchecken lassen? Welche individuellen Gesundheitsleistungen, kurz IGEL, machen Sinn? Also das ist auch ein Punkt, den man am besten natürlich individuell beantworten kann. Die Standarduntersuchungen, das sogenannte große Blutbild oder Routinelabor, die sagen ja letztendlich aus, dass man keine ernsthaften Erkrankungen hat, Leber, Nierenwerte, Cholesterin, die Risikofaktoren werden abgecheckt. Wenn es gut kommt, wird dann vielleicht nochmal Eisenspeicher mitgemessen, so, um einen Eisenmangel auszuschließen. Schilddrüsenfunktion wäre auch noch so ein Parameter. So, und dann ist eben die Frage, wenn ich mich gut fühle, wenn ich gesund bin, muss ich im Prinzip auch nicht unbedingt etwas unternehmen. So. Eine andere Situation ist natürlich, wenn ich Leistungssportler bin oder entsprechende Ambitionen habe, dann kann es eben Sinn machen, im Sinne einer Optimierung mehr zu machen, mehr zu überprüfen. Und da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, die einzelnen Nährstoffe sind vom Preis her, von den Laborkosten her sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Vitamin-D-Messung liegt so zwischen 20 bis 30 Euro. Q10-Messung auch so um den Dreh, so 20 bis 30 Euro. Mineralien kosten insgesamt so 4-5 Mineralien, kriegt man schon für 10 Euro. Also man sieht daran durchaus unterschiedliche Preise und Kosten für die einzelnen Nährstoffe. Und wir machen es in der Praxis so, dass wir letztendlich immer so ein Profil zusammenstellen. Wir haben so eine Art Basisprofil, wo die wichtigsten Vitamine, Mineralien, Spurenelemente untersucht werden. Und da liegt man im Schnitt so zwischen 150 und 200 Euro insgesamt. Und damit hat man dann schon eine sehr gute Aussagekraft. Und wenn jetzt die Profisportler kommen, die Olympiateilnehmer und so weiter, da machen wir dann oft schon ausführlichere Untersuchungen und will man natürlich möglichst jeden Faktor optimieren. Und dann kann das eben natürlich entsprechend auch schon mal mehr werden an Kosten. Das Thema Omega-3-Fette sind ja lebenswichtige Fettsäuren, die im Wesentlichen in fettem Seefisch enthalten sind, die jeder von uns braucht, insbesondere auch fürs Gehirn. Gerechtfertigte Frage, wenn er zweimal pro Woche Hering oder Lachs, also fetten Seefisch, isst, macht dann überhaupt so eine Einnahme von so einem Fischölpräparat überhaupt Sinn? Oder ist es nicht sogar zu viel? Wie siehst du das und wie ist die Gefahr einer Überdosierung? Ja, Omega-3-Fette sind extrem wichtig und unter anderem, weil sie antientzündlich wirken im Körper und die Entzündung ja ein ganz großes Problem sind in der Medizin. Wir haben da viele hunderte von Messungen gemacht. Also vielleicht als Information interessant, man kann Omega-3 auch nachmessen im Blut. Das hat nichts zu tun mit dem normalen Cholesterinwerten, sondern ist eine spezielle Messung. Gibt es Omega-3-Index und solche Faktoren, die man nachmessen kann. Und da messen wir eigentlich durch die Bank Mangel. Und zwar bei Menschen, die wenig Fisch essen, bei Menschen, die einmal in der Woche Fisch essen, auch bei Menschen, die zweimal in der Woche Fisch essen. Hat unter anderem damit zu tun, dass der Omega-3-Gehalt auch sehr unterschiedlich sein kann in den einzelnen Fischsorten. Also auch da, wenn man kann, macht natürlich eine Messung Sinn. Und dann ist Omega-3 auf jeden Fall einer der Kandidaten, der bei vielen Menschen auch, wo die langfristige Einnahme Sinn macht. Andere Kandidaten wären eben Vitamin D. Bei Sportlern sehen wir es oft bei Magnesium, wo auch eine langfristige Substitution durchaus Sinn macht, beziehungsweise einfach erforderlich ist, weil die Messungen das so zeigen. Nancy, die fragt nämlich, sie ist Veganerin. Und ich weiß, viele der Leser sind auch Veganer. Und für die ist halt das Thema Vitamin B12 ein wichtiges Thema, weil Vitamin B12 ist natürlich lebenswichtig, ist im Wesentlichen in tierischen Produkten enthalten, in Fleisch, in Milch, in Eiern zum Beispiel. So ein Veganer darf sich natürlich Gedanken machen, wie decke ich meinen Vitamin B12-Bedarf. Jetzt hat sie gelesen, Algen seien eine gute Quelle für Veganer, für Vitamin B12, und hat aber auch gehört, dass
Leute behaupten, Algen werden durch den Körper nicht so gut aufgenommen. Gibt es dazu Studien, gibt es dazu Informationen? Wie sieht es aus? Kann sie halt auf diese pflanzliche Quelle zurückgreifen? Und sie fragt auch noch, Tofu, enthält der vielleicht Vitamin B12 oder nicht? Sieht's da aus? Ja, für die Vegetarier und Veganer ist eben wichtig, es gibt bestimmte Vitamine, wo man häufig zum Mangel neigt. Das wären Zink, das wäre Q10, das wäre eben auch das B12. Deswegen da auch die Empfehlung, ab und zu mal eine Kontrollmessung zu machen. Beim B12 ist es so, dass Algen durchaus B12 liefern, das auch vom Körper verwertet werden kann. Mein Stand ist so, dass die Chlorella-Alge zum Beispiel bioverfügbares, also verwertbares B12 liefert, aber die Spirulina-Alge mehr ein inaktives Vitamin B12 enthält. Also da gibt es dann wahrscheinlich eben noch Unterschiede zwischen den einzelnen Algenarten. Ja, beim Tofu ist es so, dass Tofu von Natur aus kein Vitamin B12 enthält. Also das ist in dem Punkt nicht hilfreich. Beim B12 ist vielleicht noch wichtig, auch da gibt es den Wert Vitamin B12 im Serum, den man messen kann. Es ist aber hier, wie auch in bestimmten anderen Fällen, sinnvoll, auch Stoffwechselzwischenprodukte zu messen. Die liefern uns auch wertvolle Informationen über die Nährstoffversorgung. Beim B12 kann man zum Beispiel messen Werte, die nennen sich Holotranscobalamin oder auch Methylmalonsäure. Ansonsten gibt es noch den Homocysteinwert, der uns Aussagen liefert über die Versorgung mit B-Vitaminen. Das sind also so bestimmte Labormessungen, die durchaus Sinn machen, neben den reinen Nährstoffanalysen. Das sind aber Dinge, die man dann mit dem erfahrenen Therapeuten besprechen kann und dann entsprechend umsetzen kann. Ja, der zweite Gast ist einer der erfolgreichsten Natural-Bodybuilder in Deutschland. Er hat die 50 schon überschritten, das sieht man ihm aber gar nicht an. Hat vor einigen Jahren auch noch an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Er ist studierter Ernährungswissenschaftler, Bestseller-Buchautor und Fitnesscoach. Und ganz nebenbei, und das ist gar nicht so unwesentlich, er ist Präsident und Gründer des Natural Bodybuilding Verbandes GNBF, Berend Breitenstein. So wie jetzt vielleicht vor der WM wirklich auf einem guten Kurs bist, wo du Training mit Ernährung, mit Privatleben, sonst mit deinem Beruf als Autor und Coach in Einklang bringst. Mhm. Gibt es da Rituale oder Routinen? Also ich trainiere immer auf nüchternen Magen, früh morgens. Mhm. Mhm. Hat viele Gründe. Einmal bekommt mir das besser. Ich kann die Muskeln härter anspannen, als wenn ich Verdauungsarbeit zu leisten hätte. Mhm. Und der Fettstoffwechsel ist optimiert. Der Hormonhaushalt ist maximal. Also du weißt ja, dass wenn du einen niedrigen Blutzuckerspiegel hast, die Ausschüttung von Wachstumshormonen erhöht ist. Wenn du nüchtern bist, läuft die Lipolyse, also die Fettfreisetzung, Fettverbrennung optimal. Das wird noch erhöht durch den Genuss von schwarzem Kaffee, durchs Koffein. Was sind für dich Routinen? Und es kann jetzt auch was ganz anderes sein, wie Ernährung oder Training. Kann es aber auch natürlich sein, wie strukturierst du deine Tage, wenn du optimal läufst? Wenn du halt, so wie jetzt vielleicht vor der WM, wirklich auf einem guten Kurs bist, wo du Training mit Ernährung, mit Privatleben, sonst mit deinem Beruf als Autor und Coach in Einklang bringst. Anschließend gibt es ein Frühstück. Vielleicht kennt das der eine oder andere Hörer von dir, die Haferflockenwaffeln. Ganz einfach, aber sehr nährwertreich und sehr gesund. Also Haferflocken mischen mit Ei, noch ein paar Trockenfrüchte dazu, Sonnenblumenkerne. Entweder alles durchrühren mit der Gabel oder im Mixer rein und dann in der Pfanne als Pfannkuchen machen, dazu ein bisschen Obst. Das ist ein super gesundes Frühstück. Dann kommt der erste Arbeitsblock, 3 bis 4 Stunden. Dann gönne ich mir immer den Luxus, kann ich ja zum Glück ein kleines Mittagsschläfchen, ein Powernap sozusagen. Und dann kommt der zweite Arbeitsblock. Ganz selten lasse ich auch mal 5 Grad sein und gehe nachmittags in die Stadt, trinke einen Kaffee oder sowas. Und versuche aber immer so gegen 19 Uhr spätestens dann auch fertig zu sein mit dem Arbeitspensum und das Privatleben noch ein bisschen zu pflegen. Du hast eben die Waffeln erwähnt. Die sind ja auch in deinem, für alle, die sie noch nicht kennen, in deinem sehr lesenswerten Buch Die Kraftküche drin. Ist, glaube ich, gerade neu aufgelegt worden. Ja, Die Kraftküche ist auch so ein kleines Phänomen. Das ist ja ein Taschenbuch, kostet also unter 10 Euro. Mhm. Ist im Jahr 2000 erschienen. Habe ich damals mit dem Armin Rossmeier zusammen gemacht. Kennt ihr vielleicht den Fitnesskoch im ZDF und Sat.1 und so. Und ja, das ist jetzt in die 9. Auflage gegangen und ist auch schon 36.000 Stück verkauft worden. Ja, und das Rezept der Haferflockenwaffeln ist auch in dem Buch, die Kraftküche. Mhm.
ist gut eingeschlagen am Markt. Ich weiß auch, dass einige Leser bei mir das Buch auch zu Hause stehen haben. Und für alle, die das Buch noch nicht haben, ist wirklich lesenswert. Gehört meiner Meinung nach in jedes Regal von dem Fitnessinteressierten. Dazu muss man auch kein Bodybuilder sein, sondern einfach nur Spaß am Sport, an der Bewegung haben. Buch ist ein gutes Stichwort, weil Berend, du hast gerade ein neues Buch auch rausgebracht. Das war jetzt dein 19. Ne? Mein 19. genau. Mhm. Titel ist Definierte Bauchmuskeln. Und ja, also in meinen Büchern schreibe ich ja nur das, was ich selber auch erlebt habe. Und ich sag mal so, die Jugendsünden habe ich auch gemacht. Also eine Massephase. Da habe ich halt mal probiert, wie schwer kann ich werden. Bei 108 Kilo bei einer Größe von knapp 1,80 war dann Schluss. Da hatte ich keine Lust mehr. Die Hosen passten mir nicht mehr. Ich war dick im Gesicht. Mein Bauch hing über die Hose rüber. Ich hatte zwar gute Brustmuskeln und Arme, also massiv. Aber der Bauch war halt da, ne? Also du konntest richtig reingreifen in die Wampe. Und das ist auch nicht Sinn der Sache im Bodybuilding, ne? Aber das schiebe ich eben auf die Jugend zurück. Man muss mal ein bisschen experimentieren. Und dann habe ich eben, ja, am eigenen Leibe erlebt, wie man dann entsprechend knallhart definiert werden kann. Ohne Anabolika, ohne irgendwelche Dopingmittel, nur durch die Umstellung des Trainings und der Ernährung, besonders der Ernährung. Und das ist eben, all das beschreibe ich eben immer authentisch in meinen Büchern. Also ich bin kein Theoretiker am Reißbrett oder kein Wissenschaftler, der mir sagt, wie in meinem Studium damals der Ökotrophologie, ihr müsst viele Kohlenhydrate essen, damit ihr Kraft habt fürs Training. Also kann ich nur ganz, ganz bedingt teilen. Natürlich sind Kohlenhydrate die bevorzugte Energiequelle des Körpers. Aber wenn es darum geht, definiert zu sein und hier ist wieder die Brücke zu schlagen zu den definierten Bauchmuskeln, dann ist aus meiner Sicht ganz, ganz klar eine Low-Carb-Diät das Richtige. Also deutlich unter 100 Gramm. Dann kommt es natürlich auch darauf an, zu welchem Tageszeitpunkt man die Kohlenhydrate isst und welche Art von Kohlenhydraten man isst. Also Stichwort glykämischer Index. Führt ein bisschen zu weit jetzt hier. Aber um aufs Buch zu gehen, da habe ich eben nochmal in meinem neuen Buch jetzt alles das, was ich erfahren habe und was ich weiß, über den Körperfettabbau zusammengefasst mit spezieller Zielrichtung auf die definierten Bauchmuskeln, also Bauchmuskelübungen. Und das Buch enthält halt Training, Ernährung, aber eben auch ein Kapitel über die Psyche. Weil das ist eben ganz entscheidend, wenn man wirklich in eine harte Phase reingeht und Bestform erreichen möchte, muss die Psyche mitspielen. Deswegen habe ich ein ganzes Kapitel auch den mentalen Erfolgsfaktoren fürs Natural Bodybuilding gewidmet. Und ja, ist jetzt neu auf dem Markt. Mal gucken, wie es angenommen wird. Vielleicht Thema Ernährung nochmal. Das Thema Supplemente. Ich meine, Marketing, wo du hinguckst, ne? Wenn du irgendwo, guck dir die ganzen großen auch Bodybuilding-Magazine an, die Fitness-Magazine, die sind halt voll von Werbung, die suggeriert, ist dieses Protein oder diesen Workout, Pre-Workout-Booster und so weiter und du wirst halt viel schneller Erfolge machen. Wie wichtig sind deiner Meinung nach Supplemente und was bedeutet für dich gesunde Ernährung? Also Nahrungsergänzungen spielen für mich im Training schon eine Rolle. Und es ist aber immer wichtig, dass du Supplemente zielgenau auf deine Vorstellung praktisch, was du erreichen willst, einsetzt. Also für einen Wettkampf-Bodybuilder jetzt gibt es unterschiedliche Trainingsphasen. Einmal die sogenannte Aufbauphase und einmal die Wettkampfvorbereitungsphase. Es gibt einige Präparate, die kann man sowohl Aufbau als auch in der Definitionsphase nehmen, wie zum Beispiel Aminosäuren oder Multivitamine, Mineralstoffe. Dann gibt es aber auch wiederum Supplemente, die man eher so in der Aufbauphase nimmt, wie Kreatin oder vielleicht für Hardgainer ein Kohlenhydrat-Eiweißpulver. Es kommt darauf an, was wollt ihr erreichen und das eben zielgenau abzustimmen. Ansonsten kann man viel, viel Geld auch rausschmeißen. Aber wenn man und eventuell hier auch wieder mit der Unterstützung eines guten Coaches die richtige Anleitung bekommt und versteht, warum man das spezielle Nahrungsergänzungsmittel zu dem jeweiligen Zeitpunkt nimmt, dann sind Nahrungsergänzungen aus meiner Sicht eine sehr gute Hilfe, immer so das i-Tüpfelchen, um noch die letzten Prozente rauszukitzeln. Also auch wenn du jetzt, wenn es mal schnell gehen soll und du hast jetzt nicht großartig Zeit dir sowas und hast versäumt, dir dein Essen vorzubereiten und mitzunehmen, dann kannst du dich auch mit einem Proteinshake retten sozusagen, kannst in deiner anabolen Stoffwechsellage bleiben, isst dazu noch eine Banane und 3 Teelöffel Erdnusscreme und hast einen super Powersnack zum Beispiel. Also es ist auch sehr einfach im Prinzip. Aber Nahrungsergänzungen sollen eben kein Nahrungsersatz sein. Also
gesunde Ernährung, wie du eben angesprochen hast, ist natürlich für die Leistungsfähigkeit des Körpers oder auch die Klarheit des Denkens extrem wichtig. Und hier geht es über vollwertige Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte, möglichst unverarbeitet, möglichst frisch, möglichst regional und dann eben auch körpertypspezifisch. Der eine kann mehr Kohlenhydrate vertragen, wie der Ektomorph, der Hardgainer. Der Endomorph muss halt aufpassen, der nimmt ja schon zu, nur wenn er sich ein Stück Kuchen anguckt sozusagen. Also dann kommt es darauf an, auf deinen Körpertyp, auf deinen Stoffwechseltyp, wie du dich ernähren solltest. Und alles das in der Kombination gesunde, ausgewogene, bedarfsgerechte Ernährung mit gezieltem Einsatz von Nahrungsergänzungen. Das ist es, worauf es bezüglich der Ernährung im Natural Bodybuilding ankommt. Während du hast angesprochen, Körpertyp, woher weiß unser Zuhörer jetzt, was gibt es einfache Regeln, wie er feststellt, okay, ich bin der Körpertyp, der mehr Kohlenhydrate verträgt und auch braucht, oder ich bin der Körpertyp, der halt ein bisschen mehr aufpassen darf? Also es gibt ja im Groben erstmal gesagt drei Körpertypen. Es gibt den sehr schlanken, das ist der Ektomorph, dann gibt es den athletischen, den Mesomorph und den dicklichen, den endomorphen Typ. Also so die grundsätzlichen Körpertypen, wobei immer es zu einer Kombination kommt von schlank und athletisch oder eben athletisch und dicklich. Aber das hat dann eben mit unterschiedlichen prozentualen Verteilungen, je nachdem, wo du deinen Körpertyp besonders, in welche Richtung das tendiert. So, wenn du jetzt ganz, ganz schlank bist und ich kenne ja viele Menschen, die sagen, ich kann futtern, was ich will und ich nehme nicht zu, dann bist du ein Hardgainer. Da musst du dich ganz anders ernähren, wenn du zunehmen willst, als der Endomorph, der Dickliche, der eben abnehmen möchte. Der Hardgainer kann futtern, der muss futtern, der muss so viele Kohlenhydrate essen. Der Endomorph, der Dickliche, der muss die Kohlenhydrate runterziehen, mehr Eiweiß essen, mehr Pflanzenfette, Insulinspiegel niedrig halten. Und der Mesomorph ist so der glücklichste von allen. Der hat also die beste genetische Veranlagung für den Muskelaufbau, sowohl was das Training angeht, als auch was den Stoffwechsel angeht. Also der soll zwar auch nicht abjumpen jeden Tag, aber der muss natürlich auch auf seine Ernährung achten. Aber der kann ruhig, moderat, bisschen mehr Kohlenhydrate essen, bisschen, also Eiweiß sowieso, alle eiweißreich und eben auch die Fette nicht vernachlässigen. Also so im ganz Groben war das so ein bisschen die Einleitung für die Körpertypen, was die Ernährung angeht. Gibt es ein Lieblingsgericht, eine Lieblingsmahlzeit, die du gerne isst? Also ich esse im Prinzip gerne, sowieso gerne, besonders gerne nach einer harten Wettkampfdiät. Und da ist es wirklich köstlich, wenn du dann wirklich mal dir als Dessert ein schönes Eis gönnst oder so und davor vielleicht ein großes Steak, kann ruhig mal ein paar mehrere hundert Gramm schwer sein, Backkartoffel, Sauercreme, wie das so ist. Das ist eigentlich so das klassische Essen, Steak, Kartoffeln und so ein Nachtisch, ein großes Eis. Das finde ich schon sehr interessant. Ich sehe häufig, dass Menschen im Fitnessstudio zwar trainieren, aber es tut sich jahrelang nichts. Kennst du wahrscheinlich auch? Ich kenne das selber auch aus eigener Erfahrung. Also ich mache ja schon sehr lange Kraftsport, Natural Bodybuilding, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Mittlerweile bin ich ja schon 52, aber immer noch ganz gut in Schuss, glaube ich. Absolut. Und ja, bei mir war es genauso. Ich habe viele, viele Jahre trainiert. Irgendwie passierte dann nicht so richtig was. Und auch im Studium damals, weil ich habe ja Ökotrophologie studiert, Ernährungswissenschaften, hieß es immer, ihr müsst viele Kohlenhydrate essen als Sportler und so weiter. Und das habe ich auch gemacht. Aber der Körper, ich sah nicht aus wie ein guter Bodybuilder, sag ich mal. Und da habe ich mich hinterfragt, woran kann es liegen? Und dann kam halt 92 meine Ernährungsumstellung auf wenig Kohlenhydrate. Und dann habe ich auch mein Training neu strukturiert. Anlass hierfür war ein Artikel, den ich mal in einer Muskelzeitung gelesen habe von Frank Zane. Sagt den erfahrenen Kraftsportlern unter euch vielleicht etwas, dreifacher Mr. Olympia, 77 bis 79. Und der hat dort geschrieben, alles, was den Körper schockt, holt ihn aus seinem Plateau heraus. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und wenn nichts passiert, ihr trainiert und es passiert nichts, dann sind es eigentlich immer die gleichen Ursachen. Schraubt dann an eurer Ernährung, überdenkt euer Training und hier die Trainingsmethodik, auch die Trainingshäufigkeit, die Trainingsintensität und durchleuchtet auch einmal euren Lifestyle, ob ihr dem Körper wirklich auch genügend Ruhe gibt, damit er sich auch an den Reiz anpassen kann und wachsen kann. Ja, das war Berend Breitenstein. Als Kind habe ich Artisten immer bewundert, die ihren Körper in eine menschliche Flagge verwandeln können.
Und das nicht nur wegen ihrer unglaublichen Körperspannung. Dass diese Jungs und Mädels fit waren, das siehst du ihnen sofort an. Die sehen nackt gut aus. Was früher dem Zirkus oder dem Kunstturnen vorbehalten war, das ist heute eine internationale Bewegung geworden. Die nennt sich Street Workout oder Calisthenics. Und derjenige, der diese Bewegung maßgeblich mit nach Deutschland gebracht hat, ist Dennis Ratano. Heute sorgt er mit seinem Unternehmen dafür, dass solche Parks, wo jedermann so ein Street Workout machen kann, in Deutschland aufgebaut werden. Wie bei jedem Sport ist es auch beim Street Workout natürlich wichtig, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Dennis Ratano. Was bedeutet für dich denn Ernährung, also in dem Zusammenhang, gesunde Ernährung? Spielt das für dich eine Rolle? Ja, klar. Ich meine, das geht Hand in Hand. Ich denke, man kann Sport und Fitness nicht von Ernährung trennen. Natürlich gibt es immer wieder diese übertriebenen Hypes, wo es heißt, so jetzt 80 Tage nur Grünkohl essen oder 30 Tage nur Bananen oder was auch immer. Aber das Rad kann man ja nicht neu erfinden. Also für mich heißt gesunde Ernährung, ich versuche, meine Makronährstoffe, die ich brauche, zu bekommen aus möglichst natürlichen Quellen. Und möglichst aus Nahrungsmitteln, die keine eigene Fernsehwerbung haben, sondern Sachen, die ich entweder selber fangen oder irgendwie selber pflücken kann. Das war's eigentlich auch. Also ich versuche einfach relativ viel Gemüse zu essen, viel Obst, viel frische Nahrungsmittel. Ich esse viel Fisch, viele Eier, weil ich die Eier hier vom Bauern bekomme. Fleisch esse ich nicht so gerne, vor allem nicht aus dem Supermarkt, weil ich früher in meinem früheren Leben, ich habe ja Maschinenbau studiert, da war ich auch in der Lebensmittelindustrie und da war ich auch in Fleischfabriken. Und wenn man dann sieht, wo das herkommt, dann will man das eigentlich nicht mehr essen. Ich bin aber kein Vegetarier, ich weiß aber nur, dass industriell hergestellte Nahrungsmittel nicht unbedingt das Beste für den Körper sind. Ja, der nächste Gast ist wahrscheinlich vielen hier schon bekannt. Er ist Fitnesstrainer, Entertainer, Buchautor, Unternehmer, Familienvater, Crossfit-Aficionado und so vieles mehr. Du kennst ihn vielleicht von seinen Büchern und Showprogrammen mit dem Titel Ich bin dann mal schlank. Hier ist Patrick Heitzmann und der hat einiges über ausgewogene Ernährung zu erzählen. Hast du so ein, zwei Favoriten für unterwegs? An Essen? Mhm. Quark und Knäckebrot. Obst, Eier. Ja. Das sind die drei. Das ist so ein Standard. Prima. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man so eine krasse Diät über einen längeren Zeitraum durchzieht? Er spricht hier von dem Finanzminister, der Sparmodus, in den der Körper dann schalten würde. Wie schnell passiert das eigentlich, dass der Körper in diesen Sparmodus abrutscht oder der Stoffwechsel runterschaltet? Und ich glaube, ganz gut passt auch noch, hier kam noch eine spezielle Frage zu einem Ernährungssystem, HSD nennt sich das, High-Speed-Diät. High-Speed-Diät. Ja, ja. Ich musste selbst googeln. Ich habe schon mal gehört. Ja, gehört habe ich es. Ich kenne sie selbst nicht. Es klingt aber für mich danach, dass es halt eine starke Kalorienreduktion ist. Eiweißbetont wahrscheinlich. Ja. Krafttraining, ja, klar. Es ist der übliche Quatsch, sage ich mal. Also der, Vorsicht, nicht Quatsch, nur High-Speed-Diät. Ist ja genau das, was ich schon mal gesagt habe, dass das führt dazu, dass man die Hoffnung hat, möglichst schnell möglichst viel abzunehmen. Die Schwierigkeit ist aber dann wieder in ein vernünftiges, über Jahre durchführbares Essmuster zurückzukommen. Deswegen ist meine Meinung ganz klar, von solchen Diäten halte ich persönlich recht wenig. Klar, dass sie immer wieder zum Sommer ganz besonders favorisiert werden, um eben am Strand fast nackt auch besser auszusehen. Aber langfristig wird es eben dann wahrscheinlich bei den wenigsten zu einem durchschlagenden Erfolg kommen. Jetzt kurz zu Markus, Finanzminister. Es ist schön, weil er scheint sich mit meinen Büchern oder meiner Show schon beschäftigt zu haben, die bei RTL ausgestrahlt wurde, die es übrigens auch als Komplettversion als DVD gibt. Ich bin da mal schlank live, kann man sich gerne mal angucken, wenn man möchte. Der Finanzminister ist bei mir der praktisch dann, ich muss vielleicht weiter vorne anfangen, Kalorien sind wie Euro, also wie Zahlungsmittel im Organismus. Alles wird bezahlt mit Kalorien, mit Energie. Und der Finanzminister, er checkt ständig ab, was kommt rein und was kann er ausgeben. Wenn also weniger Euro in die Stadt reinkommen, wenn wir eine klassische Diät machen, dann ist das nichts anderes als Steinzeit Hartz IV.
Und der Finanzminister weiß, oh, jetzt bekomme ich weniger Euro, also kann ich auch weniger verteilen. Was macht er? Er spart da, wo es geht. Der gibt weniger Körperwärme an die Umgebung ab. Das macht er, indem er die Hautkapillaren, die feinsten Blutgefäße, dicht macht, hormonell eng stellt, dass weniger warmes Blut an die Oberfläche kommt. Das merken wir, indem wir schneller frieren an Füßen und Fingern und Nase und Kinn und Popo. Und auf der anderen Seite wird natürlich auch Muskulatur abgebaut. Denn Muskulatur verbraucht rund um die Uhr Kalorien, sogar nachts, während wir schlafen. Ist also ein Dauerkalorienverbrenner. Und wenn wir uns dazu nicht bewegen, dann sagt er, raus mit dem Zeug, wir brauchen sowieso nicht, kostet uns nur unnötig Euro, also sprich Kalorien. Die Frage jetzt, wie schnell diese Prozesse gehen, kann ich nicht beantworten, denn ich bin kein Hellseher. Es ist völlig abhängig vom persönlichen Stoffwechsel. Da geht es letztlich um das ganze hormonelle Umfeld. Wie wirkt T3, T4? Oder eben auch letztendlich, also Schilddrüse ist praktisch der Antriebsmotor für den Stoffwechsel. Wie schnell reagiert die auf so eine unterkalorische Energieversorgung? Ich denke, wenn man ab und zu mal ein paar Tage oder sogar 1-2 Wochen fastet im Jahr, wenn man das gerne möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann macht das nichts aus. Wenn man permanent unterkalorisch lebt, wenn man nur einen Apfel und einen Joghurt am Tag isst, dann führt das langfristig auf jeden Fall in die völlig falsche Richtung. Wir brauchen ein Konzept, was wir ein Leben lang durchhalten können. Da gibt es 2 Punkte, die aus meiner Sicht ganz relevant sind. Erstens, Essen muss schmecken, sonst halten wir es nicht durch. Und zweitens, Essen muss vor allem möglichst lange satt machen, dass wir zwischendurch nicht anfangen zu futtern. Das sind die wichtigsten Punkte. Patrick, was gab's bei dir heute Morgen zum Frühstück? Ich habe kein typisches Standardfrühstück. Das habe ich nicht. Ich esse das, worauf ich Lust habe. Ich höre auf meinen Bauch. Das ist auch das, was ich immer wieder versuche, den Menschen zu erklären in meinen Shows, in meinen Büchern. Ein Bauchgefühl dafür zu entwickeln und sich nicht an solche Regularien halten. Mir tut das sehr gut. Ich habe festgestellt, also es gibt solche Menschen, die können jeden Tag das Gleiche essen und sind glücklich damit. Und es gibt andere Menschen, also ich wäre zum Beispiel so einer. Ich kann ein Ernährungsmodell finden, das schmeckt mir, da freue ich mich auf die einzelnen Mahlzeiten und ich kann das ganz gut über Wochen durchziehen, ohne mich zu langweilen. Bei meiner Freundin zum Beispiel. Und das finde ich auch in meinen Kunden und Klienten, die ich direkt betreue, wieder. Bei ihr ist es so, die braucht die Abwechslung. Die braucht jeden Tag was anderes, ansonsten langweilt die sich. Wie würdest du dich da einordnen? Genau mittendrin. Also bei mir geht es teilweise auch so, oder ich mache das mal anders, wenn ich auf Tournee bin, habe ich immer die Möglichkeit, bei meinem Venue, also dem Veranstaltungsort, beim Veranstalter zu bestellen, was ich denn gern abends zu essen haben möchte. Und mein Standardgericht, bevor ich auf die Bühne hopse, ist Lachs mit Gemüse und einer schönen deftigen Soße drüber. Das ist ein richtiger Standard. Das habe ich teilweise mal 3, 4, 5 Tage am Stück vor mir stehen. Und ich freue mich jedes Mal drauf, weil es mich angenehm satt macht und vor allem wach hält. Weil auf der Bühne, das darf man nicht unterschätzen, 2,5 Stunden Rambazamba machen mit 110%. Da braucht man auf jeden Fall einen freien Kopf und einen Bauch, der einem die Energie nicht klaut. Also kann ich das auch. Aber ansonsten höre ich einfach auf meinen Bauch und überlege, okay, auf was habe ich jetzt Lust? Es gibt ein paar Grundlagen, die ich auf jeden Fall habe. Ich achte zum Beispiel immer, dass ich in jeder Mahlzeit, ohne Ausnahme, irgendeine Form von Eiweißlieferant esse. Das ist eine meiner Grundlagen. Dass ich fast jeden Tag, ich kriege es nur jeden Tag hin, irgendwas an Gemüse esse. Obst kriege ich immer hin, allein durch Shakes, die ich trinke. Ich trinke 1 bis 2 Shakes um den Sport herum, wegen der einfachen Verdaulichkeit. Und das sind eben solche Standards, die ich habe. Aber wie ich die Standards dann letztendlich zu mir nehme, über welche Form, das entscheide ich jeden Tag, teilweise auch ganz kurzfristig vorher. Aber ich glaube, auch mit fast 42 Jahren hat man da auch wirklich ein gutes Gefühl für entwickelt. Und ich habe Zeiten hinter mir, wo ich auch dann teilweise alles abgemessen und gezählt habe. Ist lange her, finde ich auch nicht unbedingt schlecht, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, das hat sich bei mir entwickelt. Und ich kann jedem da draußen sagen, je älter man wird, desto leichter wird's. Du sagst, du nimmst auch Proteinpulver, Whey-Protein, ums Training rum. Gibt es sonst noch Nahrungsergänzungsmittel, die du verwendest? Ja, da möchte ich gern noch eines vorausschicken. Ich betreibe schon Leistungssport. Also wer 2-mal am Tag hart trainiert und bei CrossFit in seiner Altersklasse ziemlich weit oben mitspielt, der braucht durchaus auch bestimmte Ergänzungen, um eben das Maximale rauszukitzeln. Ich sag mal die letzten 5%. Und darum geht's letztendlich, gerade bei so einer Meisterschaft zum Beispiel. Es gibt Nahrungsergänzungen, von denen ich generell sehr, sehr viel halte, so Standards, über die sich jeder mal Gedanken machen sollte. Fangen wir einfach mal an mit beispielsweise
ja, was haben wir dann? Omega-3. Omega-3 halte ich für sehr, sehr wichtig, weil die meisten werden zu wenig der sogenannten Docosahexaensäure, DHA, zu sich nehmen. Das kriegen wir nicht hier mit Leinsamen und Leinöl, weil einfach der Umbau von diesen von der Alpha-Linolensäure in EPA durchaus noch funktioniert, aber weiter in DHA nicht funktioniert. Also durchaus solche Omega-3-Kapseln mal in Erwägung ziehen. Vitamin D finde ich äußerst wichtig und immerhin komme ich aus der sonnenreichsten Stadt Deutschlands und lasse trotzdem immer wieder meinen Vitamin-D-Spiegel testen. Mittlerweile ist das sehr gut. Als ich ihn zum ersten Mal habe testen lassen, bin ich richtig erschrocken. Der war extrem niedrig. Das ist, und Vitamin D ist ein dermaßen wichtiges Vitamin. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Da nehme ich geschmacksneutrales Eiweißpulver, einmal Whey-Protein und einmal ein 80er, nennt man das. Also sprich eins, was mit Casein und was eben langsam verdaulich ist. Eine Mischung. Genau. Und ich nehme es geschmacksneutral, weil ich einfach sehr skeptisch bin mit den ganzen Aromen, die da drin sind. Ich hole mir den Geschmack lieber bei einer reife Banane oder ein bisschen Beeren rein. Ich nehme Magnesium, ich nehme Sojalecithin und Kreatin nehme ich auch noch. Ja, und dann teste ich ab und zu ein bisschen rum. Citrullin ist zum Beispiel momentan eins, ein ziemlich unbekanntes, oder Glutamin nehme ich auch ab und zu mal. Ich teste einfach sehr gerne mehr rum und mir tut's gut. Ich bin praktisch Migrant, ich bin nur hohe Leistung und deswegen denke ich. Da merkt man einfach, ich bin durch und durch Leistungssportler und wissenshungrig. Patrick, du sagtest, du bist schon 26 Jahre im Business. Gibt es was, was du damals, vielleicht vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, schon gerne gewusst hättest über Erfolg, besonders in puncto Fitness? In puncto Fitness? Boah, das ist auch eine gute Frage. Also es ist so, dass ich tatsächlich die Prinzipien lebe, die ich schon damals wusste. Vielleicht nicht mit Anfang 20, aber ich lebe jetzt schon nach meiner Methode, sage ich mal, seit 16, 17 Jahren und habe da eigentlich auch relativ wenig verändert. Und wenn ich jetzt mich mal reflektiere zum Jahr 2000, was ich da über das Thema Ernährung erzählt habe, das Gleiche erzähle ich eigentlich auch noch heute. Natürlich mit der Bestätigung der Wissenschaft im Rücken, was mich das Ganze noch viel sicherer auf der Bühne vortragen lässt, was denn eigentlich eine artgerechte Ernährung für den Menschen ist. Vielleicht gibt es einen Punkt, dass man aus Ernährung auf keinen Fall eine Religion machen sollte. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit wieder mal lernen, auf den Appetit, auf den Bauch zu hören. Mhm. Denn im Prinzip gibt es eine super einfache Ernährungsregel. Also möglichst viel von dem, was keine Zutatenliste hat. Das ist die allereinfachste Regel. Wenn man sich daran hält, ernährt man sich schon mal automatisch zumindest relativ gesund. Wenn man jetzt noch ein paar andere Regeln beherzigt, wie zum Beispiel dreimal am Tag Eiweiß, was mir sehr gut tut, was vielen Menschen sehr gut tut, und man eben das nur mit Zutaten beschreitet, die keine Zutatenliste haben, dann muss man auch kreativ werden in der Küche, um sich Dinge zusammenstellen, dass man sie auch gerne isst. Und Kreativität in der Küche oder Esskultur, das ist gerade bei der Generation nach mir teilweise komplett verloren gegangen. Wir verlassen uns auf die Füllstoffindustrie, so nenne ich die, also die Lebensmittelindustrie, die Kunstprodukte bastelt, die uns vermeintlich gesundes Essen unterjubeln möchte, was aber nichts mit Gesundheit zu tun hat. Und deswegen denke ich, Esskultur, Kochen lernen. Ich glaube, ich hätte früher wahrscheinlich mich ein bisschen mehr ums Kochen gekümmert, Kochen lernen, weil ich bin kein leidenschaftlicher Koch. Aber deswegen sind auch meine Kochbücher entstanden mit Rezepten, die super schnell zubereitet sind, mit Zutaten, die es in jedem Supermarkt auch gibt. Der nächste Gast, der jetzt zu Wort kommt, ist Dr. Till Sukop, Sportwissenschaftler, Buchautor, hat zwei grundlegende Bücher zum Thema Kettlebell-Training veröffentlicht. Was würdest du sagen, du hast eben auch schon Ernährung angesprochen. Wie wichtig ist die Ernährung? Wie wichtig das Training, so in Prozenten? In Prozenten ist immer schwierig, aber ich würde sagen, 70-80% ist die Ernährung und der Rest ist das Training. Also ohne, wenn man die Ernährung nicht entsprechend einstellt, dann kann man noch so viel trainieren. Das geht vielleicht, wenn man ganz jung ist. So, ich weiß das noch aus Sportstudentenzeiten. Die viele Sportstudenten damals im Grundstudium, die hatten einen Waschbrettbauch, haben sich aber ernährt wie ein Mülleimer, so heißt es jedenfalls im Bodybuilding. Die konnten das noch alles wettmachen, weil man da 4000 Kalorien am Tag etwa verbrennt. Aber das ändert sich dann ganz schnell. Aber die Ernährung ist ganz immens wichtig. Ohne die wird es sehr, sehr schwer. So viel Zeit haben wir nicht, um das alles wieder wegzutrainieren. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger unterwegs, auch als Fitnesscoach, als Ausbilder.
Ich finde immer interessant, gerade im Fitnessbereich, aber auch in der Ernährung ändern sich halt, also es gibt immer so Trendwellen, wie auch in der Mode, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Bestimmte Dinge sind hip auf einmal, ne? Das next big thing, alle machen das und sagen hier Wahnsinnsergebnisse. Und ein paar Jahre später ist wieder weg vom Fenster und kommt was Neues auf. Du hast bestimmt schon viele solcher Trends kommen und gehen sehen. Und was mich jetzt mal interessiert ist, was sich so in den letzten 10 bis 15 Jahren, gibt es Punkte, die sich aus deiner Sicht grundlegend geändert haben? Und andersrum, was gilt heute genauso wie gestern? Was sich geändert hat, ist, dass im Ernährungsbereich, dass man endlich davon abgekommen ist und festgestellt hat, wie gesundheitsschädlich es ist, sich fettarm zu ernähren. Das Ganze dreht sich eher dahin um, dass man die Kohlenhydrate oder beziehungsweise Getreideprodukte eher reduziert. Der Körper, es gibt essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren, aber es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate. Und da gibt es viele Studien. Also das hat sich schon geändert, ist immer noch in einigen Köpfen drin, aber die fettarme Ernährung, die hat eigentlich ausgedient. Das hat sich geändert im Bereich der Körperfettreduktion. Da gab es vor 15 Jahren eigentlich gar keinen großen Bedarf, also gar keine Wissenschaft, die dahinter steckte. Mittlerweile ist ein Wissenschaftszweig entstanden, der sich angeschaut hat, wie muss denn ein Training aussehen, damit man besser Körperfett reduzieren kann. Früher haben sich die Leute im Alltag mehr bewegt, die haben noch mehr selber gekocht und haben sicherlich auch noch ein bisschen mehr Sport gemacht. Die Welt war noch nicht so technisiert, man hat sich mehr bewegt und dann hat es gereicht, wenn man Badminton spielt, Tennis spielt oder mal vielleicht eine Runde laufen geht und konnte dann Körperfett reduzieren. Der letzte Gast für heute ist meine Kollegin Jenny Zafrakis. Sie ist auch Fitnesscoach, arbeitet hier bei Marathon Fitness. Du kannst sie also auch buchen, wenn du möchtest. Sie ist Schauspielerin, Bikini-Athletin, Mutter, auf Hamburger Bühnen und im TV zu Hause. Vielleicht kennst du sie ja auch schon vom Sehen. Sie hat langjährige Erfahrung als Fitnesstrainerin und Personaltrainerin und kennt sich exzellent mit ausgewogener Ernährung aus. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dir. Ja, Folge 100 und ich könnte mir niemanden schöneren vorstellen neben mir als dich, Jenny Zafrakis. Herzlich willkommen. Hallo Marc, danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Was bedeutet gesunde Ernährung eigentlich für dich? Gesunde Ernährung für mich heißt im Prinzip natürlich dem Körper das zu geben, was er braucht. Also an Nährstoffen, an Energie, dass man eben durch den Tag kommt mit genug Power, dass man auch vielleicht noch eine Trainingseinheit schafft und auch dafür noch die Power hat. Das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste. Natürlich sollte das dann auch so zusammengestellt sein, dass die Vitamine und so weiter, dass das alles stimmt. Und dazu kommt natürlich auch, dass jeder Mensch auch ein bisschen anders funktioniert. Also für mich kann eine gesunde Ernährung anders aussehen als für dich oder für einen meiner Kunden. Es gibt viele Leute, die haben mit irgendwas, vertragen sie nicht gut und wissen erstmal gar nicht, was das ist. Und wenn man denen dann hilft, auf den richtigen Weg zu kommen und zu sagen, lass mal das und das weg, ich glaube, das könnte es sein und dann ist es das. Das ist natürlich unglaublich toll, wenn Leute immer nach jedem Essen Bauchschmerzen hatten und auf einmal ist das weg und dazu nehmen sie vielleicht noch ab, ja, weil sie einfach dieses Lebensmittel nicht richtig gut verstoffwechselt haben und nicht vertragen haben. Ja, das ist sehr schön auf jeden Fall. Ja. Nimmst du eigentlich Nahrungsergänzungsmittel? Ja, also Eiweißpulver eigentlich immer nach dem Training. Das ist Standard. Ansonsten, je nachdem, in welcher Phase ich bin, jetzt gerade zum Beispiel, wo ich so ein bisschen, wie gesagt, mal die letzten Wochen mich auf meinen Auftritt vorbereitet habe, hatte ich dann BCAAs mit drin, habe auch nicht mehr ganz so viel Obst gegessen wegen dem Fruchtzucker und hatte da dann auch ein bisschen Vitamine in der Nahrungsergänzung mit drin und Omega-3-Fettsäuren. Ja, und bei einer Wettkampfvorbereitung ist es eigentlich bei mir persönlich auch nicht viel mehr. Also wirklich Omega-3, damit man eben kontrolliert auch die Fettzufuhr hat. Über die Nahrung kommt dann in so einer Wettkampfdiät wirklich nur noch sehr, sehr wenig. Und eben, ja, Obst ist dann auch in einer Wettkampfvorbereitung leider absolut tabu. Da muss man dann einfach gucken. Aber es hält sich, denke ich, in Grenzen. Ich versuche das alles über eine gesunde Ernährung eigentlich, eine abwechslungsreiche, gute Ernährung zu bekommen. Gehst du ab und zu mal im Restaurant essen? Ja, klar. Und du hast ja gesagt, gesunde Ernährung fällt mir nicht schwer. Mhm. Ich liebe gesunde Sachen.
nach welchen Kriterien wählst du denn dann aus? Also wenn du mit Freunden jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehst und manchmal gibt's mehr gesunde Sachen, manchmal weniger, was bestellst du und nach welchen Kriterien wählst du das aus? Also erstmal gucke ich natürlich so, in welcher Phase bin ich gerade? Bin ich auf einer Diät oder nicht? Das spielt natürlich eine Rolle. Aber wenn ich abends essen gehe mit Freunden, also ein Salat und ein Steak ist eigentlich immer so mein Favorit. Das ist gesund, es gibt mir mein Eiweiß, es ist je nach Dressing, kann man auch dann nur mit Essig und Öl bestellen oder eben auch mal mit einem Joghurt-Dressing oder was auch immer. Ja, das geht. Und mir fällt es nicht schwer, das Brot liegen zu lassen zum Beispiel. Anderen Leuten fällt es vielleicht schwerer. So, und das war's auch schon für heute. Das war das zweite Special, das zweite Medley der Interviews von Fitness mit Marc. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Dann geht's nämlich auch nächste Woche weiter mit dem R der Marc-Formel, dem richtigen Krafttraining. Und auch dann sind alle meine Gäste wieder vor Ort und wir reden über richtiges Krafttraining. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, ernähr dich gut und bis bald. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.